Willkommen, ihr Lieben. So, heute mal zu einem Thema, was ganz brandaktuell sozusagen noch bei mir ist, und zwar nächtliches Essen. Das hat jetzt nichts mit Essanfällen groß zu tun, die hatte ich auch. Also das ist aber nochmal was anderes, weil beim nächtlichen Essen heißt nicht, dass ich jetzt unbedingt gleich 4000, 5000, 6000 Kalorien auf einmal esse. Nein, also ich erzähle jetzt erstmal, wie es mir damit geht und was jetzt gerade Stand der Sache ist. Also bei mir hat sich das irgendwie ganz komisch entwickelt. Wenn ich jetzt überlege also das hat sich auch in der Phase, wo ich eigentlich schon wieder komplett gesund war und ein komplett gesundes Gewicht hatte, entwickelt. Deswegen mega komisch. Also es muss irgendwie atypische Essstörung oder sonst irgendwas sein. Oder keine Ahnung, ob es einfach eine dumme Angewohnheit ist. Ja, jedenfalls hat ein paar von euch auch geschrieben, die sich genauso fühlen. Dann dachte ich, rede mal darüber, wie es bei mir so ist. Vielleicht hilft euch das ein bisschen und was ich jetzt versuche dagegen zu machen. Und ja, es hat irgendwie alles angefangen, dass ich erst nur nachts immer ganz viel Süßigkeiten manchmal gegessen habe, wenn ich die im Haus hatte. Okay, dann habe ich halt Süßigkeiten ausgelagert sozusagen. Also hatte die im Briefkasten oder sonst irgendwo. Das war dann auch vollkommen in Ordnung. Aber ich konnte halt noch alle möglichen anderen Haferflocken, Müsli, Sachen, war kein Problem nachts da zu haben. Okay, dann bin ich nach Berlin gezogen, in der WG war das eigentlich auch. Nachts habe ich da nicht so oft gegessen, nee, muss ich sagen. Immer mal, aber halt, ja doch, obwohl, ja, ich bin auch zum Kühlschrank und habe nachts immer mal dann irgendwie ein Stück Käse noch gegessen und dann davon noch eine Kleinigkeit. Doch, da hat es schon angefangen, ja. Ich muss manchmal mal selbst so ein bisschen nachdenken, weil es irgendwie so, das entwickelt sich ja so schleichend, das ist ja nicht so, dass du von einem auf den Tag anderen, also so anfängst nachts zu essen und dann. Ja, das hatte ich das da auch schon. Achso, ja, überhaupt nachts essen bedeutet für mich halt immer wirklich mitten in der Nacht. Das ist so 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr nachts. Also das ist nichts mehr, was ich auch jemals, weil irgendwelche Leute meinen, ja, zeigst du einfach bei Instagram. Und ich so, ja, in dem Moment wirklich, da ist man, ich bin da wie außer Kontrolle. Ich kann da nicht auch, wenn die Leute sagen, ja, dann hör doch einfach auf, mach die Tür zu oder sonst irgendwas, denk nochmal drüber nach. Ja, sonst hätte ich das Problem nicht, wenn ich nochmal drüber nachdenken müsste. Also es hilft alles nichts. Auch irgendwie Schränke zu kleben etc. Es hilft einfach nicht. Genau, also wie gesagt, nachts, ich wache halt immer auf, weil ich auf Toilette muss. Und währenddessen, also so 2-3 Mal nachts, hole ich mir immer Sachen aus dem Kühlschrank und esse. Also nicht nur aus dem Kühlschrank, wirklich, es ist jetzt halt auch egal, was essbar ist eigentlich. Es sind Haferflocken, dann manchmal rühre ich mir sogar irgendwelche Sachen mit Zucker und Mehl zusammen, wirklich. Also ja, weil dann habe ich halt versucht, genau, erster Versuch, habe ich mir so eine Box auf den Balkon gestellt, die man abschließen kann. Habe den Schlüssel halt weiter entfernt im Briefkasten gemacht. Erstens bin ich dann auf die Idee gekommen, nachts zum Briefkasten zu gehen, die Box aufzuschließen. Als ich das nicht mehr gemacht habe, dann habe ich herausgefunden, wie ich die Box mit einer Feile und Draht geöffnet bekomme. Also wirklich, ich komme so dumm vor, wenn ich das erzähle, weil es ist halt einfach, da verliert man einfach die Kontrolle und es versteht auch niemand, der das nicht hat. Das ist auch wieder so, ich weiß, dass Leute von euch das auch machen würden, das da aufschließen würden, aber andere Leute würden mir einen Vogel zeigen. Na gut, meine Box habe ich geknackt. Keine Ahnung. Dann habe ich die Nagelfeile weggeschmissen. Dann habe ich die andere Nacht darauf so lange irgendwas in meiner Wohnung gesucht, mit dem ich das Ding aufbekomme, habe ich auch gefunden. Ja. Also, Box war auch weg. Dann habe ich meine Sachen in unserem. Ich habe keinen Keller. Und dann habe ich. Wir haben mal einen Fahrradkeller. Dann habe ich meine Sachen in den Fahrradkeller gebracht. Also, er hat immer so eine größere Tüte mit allem Möglichen: mit Nüssen, mit Obst, mit allem Haferflocken, mit Müsli, mit allem, was man essen kann. Ging 2-3 Monate ganz gut. Dann hatte ich auch das nachtliche Essen nicht mehr ganz so schlimm, obwohl dann bin ich nachts auch noch auf die Idee gekommen, Nudeln zu kochen oder ein Ei zu essen. Also, das war auch nie ganz weg, aber es war halt einfach limitierter und es war weniger und es war nicht so schnell, dass ich so viel auf einmal essen konnte. Ja. Dann, jetzt die letzten Tage. Ich wusste, dass es irgendwann passieren würde, weil ich es einfach nur in den Fahrradkeller gestellt habe, da jeder reingehen kann und es eigentlich auch nicht der Ort ist, um sein Essen dahin zu stellen. Es stand halt auch immer also im Weg rum, weil der ist mega klein. Komme ich in den Fahrradkeller und war meine Tüte weg. Ja, erstmal, und das war ein Wert von über irgendwie 100 Euro. Ich habe mich so geärgert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hätte heulen können, weil ich echt ein Sparfuchs bin. Na gut,
Ja, und zweitens habe ich jetzt das Problem zu Hause. Ich kann es nirgendwo mehr anschließen. Also jetzt ist es einfach, es ist da. Und ich muss damit jetzt nachts klarkommen. Tagsüber, wie gesagt, das ist kein Problem. Deswegen sind auch keine richtigen Essanfälle. Und das liegt auch nicht irgendwie an extremem Hunger oder sonst irgendwas. Das ist einfach so eine Angewohnheit, dass ich nachts esse. Das ist ganz komisch. Na gut, jetzt habe ich schon zwei Nächte damit überstanden. Ich habe weniger, also ich habe schon ein bisschen was gegessen nachts dann, aber halt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das war jetzt voll. Also ich finde, bei mir wird es dann von schlechtem Gewissen oder halt einfach, was heißt schlechtem Gewissen, aber ich will halt einfach keine 10 Kilo irgendwie in einer Woche zunehmen, weil ich nachts irgendwie über 1000 Kalorien dann nochmal esse. Also muss ich einfach so ganz ehrlich sagen, und das ist halt so die Angst, oder einfach dieses, es ist einfach unnötig. Also ich habe ja genug gegessen, ihr seht, wie viel ich esse. Naja, heute war es dann nicht so viel, also halt nur so ein bisschen, keine Ahnung, sagen wir 200, 300, 400 Kalorien. Das ist voll im Rahmen. Ja. Und jetzt ist mein Ziel dagegen jedenfalls, also so viel zu der Geschichte dazu, und mein Ziel dagegen ist jetzt wirklich, ja, disziplinierter zu sein, was das angeht, und daran zu arbeiten, dass ich nachts nicht mehr so oft auf die Toilette muss. Ich fange jetzt wirklich an, so ab 8 Uhr, 7 Uhr nichts mehr zu trinken groß. Dann meinen Schlaf zu verbessern. Also ich nehme jetzt noch mehr, also ich nehme so ein Schlafspray mit Melatonin. Da habe ich auch bei Instagram, ist das, von wo ich das habe. Und noch CBD-Öl zum Einschlafen und hoffe einfach, dass ich irgendwie an meinem Schlaf arbeiten kann. Und ja, einfach mir gut zureden, mir sagen, ich muss das jetzt mal schaffen, wirklich. Ich will das jetzt auch schaffen. Und diese doofe Gewohnheit kriegt man bestimmt auch irgendwie raus. Weil man muss sagen, es sind immer so phasenweise. Ich hatte wirklich mal auch so 2-3 Wochen, wo ich das nicht hatte, wo ich das nicht gemacht habe. Und dann gesagt, wo ich mich halt so zusammenreißen konnte. Und dann halt wieder Phase, wo ich wieder vollkommen eskaliert bin. Und ich kann nicht sagen, an was es genau liegt, muss ich auch wirklich sagen, weil ich meine, alle Situationen, alle Momente, Lebenslagen und von allem, von Gewicht, von Essen, von Beziehungen, von Lebenslagen analysiert habe und nicht herausgefunden habe, was der Unterschied ist. Deswegen, ja, so viel zu meiner Geschichte dazu. Ich halte euch gerne auf dem Laufenden, wenn es euch das irgendwie hilft. Also einfach, ja, ihr seid nicht allein damit, wenn ihr auch sowas habt. Und wir kriegen das zusammen hin, wir kämpfen da zusammen. Und ja, bin ganz überzeugt, wir kriegen das hin. Und ja, fühlt euch erstmal ganz fest gedrückt. Und einen schönen Abend, Tag, was auch immer.